Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zur inzwischen 58. Folge meiner Let's Play Nintendo 64-Reihe. Heute ein Spiel von Acclaim, auf das ich mich riesig freue, von Probe Entertainment entwickelt. Es ist eines meiner Lieblings-N64-Spiele. Die Rede ist natürlich von Extreme G. Ein super, mega geiles Rennspiel und ich bin leider, ja, ich bin zutiefst erschüttert, dass die Serie ein jähes Ende gefunden hat auf dem Nintendo GameCube, der PlayStation 2 und der Xbox und Acclaim ja auch mittlerweile ziemlich am Ende ist und nicht mehr existiert. So, egal, zurück zum ersten Teil, dazu gleich später mehr. Ja, wir können hier ein paar Optionen anwählen, sage ich mal. Wir können hier den Extreme Contest starten, das ist sozusagen der Karrieremodus des Spiels. Singleplayer können wir so ein bisschen Practice Mode fahren oder Time Attack oder Shoot'em Up. Modus fahren, Shoot'em Up ist eigentlich gar nicht so gut, wie ich finde. Multiplayer können wir hier zu zweit oder zu viert. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, zu wie vielen Spielern das geht, weil ich es damals immer nur alleine gezockt habe. Ja, Optionen können wir uns nochmal anschauen. Language können wir schnell umstellen, glaube ich. Das ist multilingual. Wir können nämlich auch auf Deutsch spielen. Waffen, ja, natürlich lassen wir die an. Alles okay, perfekt. Und dann gehen wir mal in das extreme Turnier. Wir können hier nur den Schwierigkeitsgrad krass anwählen. Krasser und am krassesten geht noch nicht und Spiel laden können wir auch nicht. Das liegt aber auch vermehrt an meinem Controller-Pack, das leider kaputt ist und ich nicht speichern kann momentan. So, wir spielen auf Anfänger. Ich habe das Spiel schon jahrelang nicht mehr gezockt, deshalb lieber nichts anbrennen lassen. So, wir sind hier in der Biker-Auswahl. Wir haben hier verschiedene Bikes, die wir auswählen können. Die haben alle verschiedene Attribute, wie ihr unten rechts im Bild sehen könnt. Sowas wie Acceleration, also Beschleunigung, Speed, die Geschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit zumindest, dann wieder wie gut das Bike in den Kurven liegt oder das, der Schild oder das Schild im Endeffekt und die Stärke der Waffen. Ich habe damals immer mit diesem Bike meine Rennen bestritten, das mache ich heute auch noch so mit Race. Und schon geht's los ins Spiel. Ich habe es damals gebraucht gekauft. Zuerst kommt übrigens die Qualifikation, genau. Ich muss also Platz 4 erreichen, um mich zu qualifizieren. Und das versuche ich jetzt hier erstmal. Wie gesagt, ich habe mir Extreme G damals gebraucht gekauft. Für meinen N64 als Kind oder Jugendlicher eher gesagt. Und ich war sofort hin und weg von dem Spiel. Es war, bevor ich mir F-Zero X geholt habe. Und schon bevor F-Zero X war ich so derbe angetan vom Geschwindigkeitsgefühl, was dieses Spiel erzeugt. Aus heutiger Sicht ist es eventuell gar nicht so schnell, aber damals war das echt der Hammer. Auch wenn es hier gerade recht neblig ist, hat es mir damals unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich finde auch den Soundtrack richtig geil. Der passt extrem gut zum Spiel. Ich habe es damals recht oft gezockt. Immer mal wieder habe ich es eingelegt und gezockt und gespielt. Und ja, vor allem aber nur den ersten Teil. Als dann der zweite kam, ich war so heiß damals auf den zweiten Teil und leider war der zweite aber nicht ganz so gut, wie ich eigentlich mir vorgestellt hatte. Zwar wurde der besser bewertet, auch von der Fachpresse und allen, aber ich fand den zweiten Teil irgendwie nicht so gut. Ich kann euch aber auch da nicht mehr sagen, woran es lag. Ich fand ihn einfach schlechter. Ich fand den zweiten Teil einfach schlechter als den ersten. Das liegt aber eventuell auch an meinem persönlichen Empfinden, weil ich einfach so viele unglaubliche Stunden mit dem ersten Teil verbinde und ich somit den zweiten auch gar nicht so wirklich gespielt habe. Womit ich dann aber wieder extrem viel Zeit verbracht habe, ist Teil 3, Extreme G Racing 3 auf dem Nintendo GameCube. Das habe ich euch auch vor einer Weile erst in einem Geheimtipps-Video für den Nintendo GameCube ein bisschen näher vorgestellt und bis heute eines meiner Lieblingsfuturistischen Rennspiele. Mit Extreme G Racing Association, was ja den vierten Teil darstellt, habe ich dann gar nicht so viel Zeit mit verbracht und hatte auch gar nicht so viel Spaß mit, ich weiß auch nicht. Es war dann so ähnlich wie mit dem ersten und zweiten, dass ich dann den vierten, nachdem ich ja den dritten so gesuchtet habe, gar nicht mehr so richtig spielen wollte und mich da nicht so wirklich drauf eingelassen habe. So, wir sind jetzt hier im dritten, in der dritten Runde, drittes Lab und ich bin gerade Erster. Das ist schon mal recht gut, aber werde hier gerade unter Beschuss genommen. Das Spiel ist so ein, ja, so ähnlich wie Wipeout, kann man sagen. Es ist nicht so wie F-Zero, dafür liegt der Schwerpunkt hier zu sehr auf den Waffen.
Aber ich würde es doch dann eher mit Wipeout vergleichen, mit der Wipeout-Serie. Obwohl man hier auch keine Gleiter spielt, sondern ja auch Bikes. Aber von der Musik und von dem Prinzip alleine ist es am ehesten, meiner Meinung nach, mit Wipeout vergleichbar. So, ich führe das Feld an, das ist gut. Ich spiele auch auf Anfänger, das muss man dazu sagen. In den anderen Schwierigkeitsgraden ist es nicht ganz so leicht. Da muss man auch schon die Strecken gut auswendig kennen, um sich perfekt in die Kurven zu legen, um nicht ausgebremst zu werden und so weiter und so fort. Ein tolles Spiel. Und ich habe es vor, ich glaube, 2 Jahren das letzte Mal gespielt. Da wollte ich es einfach nur mal kurz anzocken, weil ich mir gedacht habe, hey, hast du schon lange nicht mehr gezockt. Und boah, ich habe das dann stundenlang gezockt, bis ich das Spiel dann auch im Grand Prix durch hatte. So, ich habe mich also qualifiziert und jetzt kommt die zweite Runde, Platz 6 zur Qualifikation, also um weiter im Grand Prix zu kommen. Also sind wir jetzt hier im zweiten Lap, wie ihr seht. Boom, und das war nicht so gut. Da bin ich gerade nicht rübergekommen. Aber ist ja noch nicht alles verloren. Ich bin zwar Siebter, aber wir haben noch 3 Runden vor uns. So, man hat von vornherein 3 Booster, also 3 Turbos, kann man ja sagen, die man auch aufbrauchen kann. Man kann alle 3 nacheinander verbrauchen, so wie ich vorhin in der ersten Runde, im ersten Rennen. Dann hat man aber nichts mehr, um eventuell brenzlige Situationen zu lösen. Wenn man irgendwie auf den letzten Platz liegt und dann kurz vor Ende ist und so weiter, dann kann man nichts mehr machen, um eventuell zu beschleunigen und ja, doch noch einen anderen Platz zu erreichen. Oder man teilt sich die Turbos schön auf, sodass man im Endeffekt auch einmal pro Runde einen zünden kann, um ein paar Plätze gut zu machen. Aber es empfiehlt sich, die Turbos auch auf gerader Fahrbahn zu zünden, da man sonst ja, in den Kurven einfach nicht wirklich den Speed entwickeln kann, den man auch benötigt. So, wie jetzt zum Beispiel. Habt ihr gesehen, ich habe gerade ein Feld umgefahren, was mir so einen kleinen Speedschub gegeben hat. So, hier kann ich aber den Turbo auch zünden. Das ist ja noch relativ gerade hier. Den Turbo zündet man übrigens auf C unten. Und ich finde, das Spiel hat von seinem Spielspaß, von seinem Reiz, für mich zumindest, nichts verloren. Also ich habe immer noch unfassbar viel Spaß damit, auch wenn ich es heute 2014 spiele und wir eigentlich das Zeitalter von ja, HD, Full HD, PlayStation 4 und so einem Quark haben, ist Extreme G auch heute noch ein wirklich geiles Spiel für den N64. Wenn ihr das irgendwo seht, für ein paar Euro, dann könnt ihr euch das Ding definitiv zulegen. Es macht einen heiden Spaß. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man ein paar Ründchen gefahren hat, dann kann man damit wirklich super viel Spaß haben. Und eventuell lasst ihr euch auch auf den zweiten Teil ein. Der kommt ja dann auch im nächsten Let's Play Nintendo 64 Video am nächsten Dienstag. Dann gucken wir uns auch mal den zweiten Teil genauer an und dann habe ich auch nochmal die Chance, mich zu vergewissern, ob der eventuell tatsächlich so gut ist, wie alle sagen, und ich damals echt nicht spielen wollte, weil ich einfach mich nicht drauf eingelassen habe. Kann ja auch sein. So, hier muss ich jetzt gerade mich ein bisschen konzentrieren. Ich bin schon auf dem 3. Platz, das ist schon mal ganz gut. Ich finde auch die Musik so gut. Ich finde dieses Trance passt extrem gut zu dem Spiel an sich. Macht Spaß. Ist alles in allem ein richtig gelungenes Paket. Und dass es erfolgreich war, sieht man ja auch an den vielen Nachfolgern, die das Spiel auch bekommen hat. Wie gesagt, Teil 2 auf dem N64, während Teil 3 und 4 auf GameCube, PlayStation 2 und Xbox erschienen. Obwohl auf Xbox, glaube ich, nur der 4. erschien. Xbox hat Extreme G3 nicht bekommen. So, und das war gerade auch wieder scheiße. Ich muss mich nochmal informieren, wie man hier den Turbostart hinlegt. Das weiß ich nicht mehr. Egal, ich bin auf dem 3. Platz, alles gut. So, und eventuell kriege ich die auch alle eingeholt noch. So. Na, das war nicht so gut, aber ich bin Erster, immerhin. Und das Streckendesign ist auch so unfassbar abgefahren. Es ist eng, das fand ich aber damals ganz cool, weil man sich so auf die Rennstrecke konzentrieren musste, wie man fährt, wo man fährt. Der zweite Teil hat etwas breitere Strecken, wie ihr hier seht. Wenn man sich aber nicht konzentriert, dann passiert sowas und man verliert wertvolle Zeit und landet auf den hinteren Plätzen. Boah, und dann wird man auch noch beschossen.
Ja, der zweite Teil bot, wie gesagt, breitere Strecken. Da haben die Entwickler dann so ein bisschen auf die Kritik gehört, weil viele empfanden das doch als Kritikpunkt, dass das Spiel so enge Strecken hatte. Fand ich jetzt nicht schlimm, aber wie gesagt, die anderen haben sich daran gestört. Ich spiele das Spiel übrigens fast genauso gerne wie F-Zero X. Also für mich, obwohl F-Zero X natürlich technisch das weitaus bessere Spiel ist, stehen die beiden Games für mich so persönlich auf ein und derselben Schiene. Also ich habe mit beiden Spielen denselben Spaß, das ist echt so. Ich mag Extreme G genauso gerne wie F-Zero X. Wobei hier, wie gesagt, die Betonung liegt auf Extreme G, nicht Extreme G 2. Aber das kommt ja vielleicht noch. Ich werde mich ja nächste Woche ein bisschen mehr mit dem Spiel befassen und eventuell revidiere ich meine Meinung auch. So, ich bin Sechster, das ist ja gar nicht gut. Jetzt mich hier ein bisschen auf die Strecke konzentrieren und gucken, dass ich so ein bisschen was wettmache. Boah, und die ballern hier aber gerade ganz gut. Jetzt bin ich schon Siebter. Mann, Mann, Mann. Und ich setze meine Waffen nicht so ein, wie ich eigentlich einsetzen sollte. Ihr seht oben zum Beispiel eine Leiste. Da seht ihr auch, wie gesagt, hoppala, eure Position und die Position der anderen Bikes. Und so könnt ihr abschätzen, wie weit die anderen von euch entfernt sind. Ob jetzt vor oder hinter euch. Und der achte Spieler, der letzte, ist relativ nah an mir. Das heißt, ich muss aufpassen, nicht auf dem letzten Platz zu landen. So, aber das gibt, glaube ich, hier in dem Rennen nichts mehr. Ich bin jetzt im zweiten Lap und Siebter. Also hier muss schon ein Wunder passieren, damit ich eine gute Platzierung hinlege. So, ich habe jetzt mal meinen letzten oder vorletzten Turbo gezündet. Oder auch nicht, hat er nicht genommen. Ich habe eigentlich C unten gedrückt. Also nochmal, jetzt aber. Oh, scheiße. Das war scheiße. Das war unachtsam, egal. Einen Turbo habe ich ja noch, den zünde ich aber nicht hier, sondern auf einer geraden Strecke. Ich muss zumindest Sechster werden, um mich zu qualifizieren. Das wird tricky. Das wird tricky. Da ist der sechste Spieler. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch kriege. Ja, ich bin Sechster. Mal gucken, jetzt muss ich das auch noch halten. Die Platzierung. So ist es ja nicht. Schön konzentrieren und das dürfte noch passen. Mal gucken. Ich bin jetzt auf dem dritten Platz abgerutscht, aber ich müsste eigentlich noch weiterkommen. Jawohl, Finalrennen. Das zeige ich euch noch, bevor wir dann auch damit ein... Bevor wir es noch damit sein lassen und uns dann nächste Woche Dienstag Extreme G2 angucken. Ich denke mal, als Ersteindruck reicht euch der erste Grand Prix aus dem Spiel. Ich finde es klasse, obwohl es ja auch viele Kritiker hat, aber ich finde Extreme G klasse. Mich würde jetzt natürlich mal eure Meinung interessieren. Wie findet ihr das Spiel? Seid ihr da eher meiner Meinung und sagt, das ist ein klasse Game, ein Must-Have vielleicht fürs N64? Oder sagt ihr eher, nö, muss ich nicht unbedingt haben? Ist mir zu neblig, ist mir zu langsam. Ich spiele da lieber Wipeout oder F-Zero. Würde mich interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr denn Extreme G findet. Während ich mich hier weiter Richtung Ziellinie bewege. Zumindest in der ersten Runde. Und ich bin gerade ein bisschen gestört worden durch so eine Schallwelle, sage ich mal. Bin aber trotzdem noch Vierter. Jetzt zünde ich mal den ersten Turbo und gucke, dass ich ein bisschen Platz gut mache. Aber wenn man Turbo gezündet hat, muss man auch gut reagieren. Das habe ich gerade nicht gemacht, wie ihr gesehen habt. So. Jetzt bin ich zumindest Dritter. So, mit diesen Bildern, denke ich mal, verabschiede ich mich von euch für dieses Mal mit der Let's Play Nintendo 64-Reihe. Schaltet ein am nächsten Dienstag, dann geht es, wie gesagt, mit dem zweiten Teil weiter. In der Zeit guckt gerne mal in meinem Channel vorbei und gönnt euch ein anderes Video von mir. Samstag kommt dann das nächste Video, da zeige ich euch ein paar schöne Geheimtipps für das Super Nintendo. Schaltet also ein und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann gönnt euch auch mein Review zu Mittelerde Mordors Schatten.
Das war's aber an dieser Stelle von mir. Diskutiert mit, abonniert mich, liked mich, wenn ihr mögt. Würde mich natürlich freuen. Mit diesen Bildern eines rasenden Bikes verabschiede ich mich aber von euch für dieses Mal. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.